Da fühle ich mich doch ein bisschen sicherer wieder, wenn wieder so ein blöder Ekelzombie kommt. Verschiedene Werkzeuge und Messgeräte liegen auf dem Tisch. Ein großes Fass. Da ist nichts drin. Was ist das wirklich hier? Wahrscheinlich. Wir haben ja immerhin diese Steintafel bekommen. Ja. Man sieht ja die Items wirklich sehr aufdringlich blinken. Man muss sich da eigentlich keine Sorgen machen. Ja. Okay, wir haben ja noch eine Tür. Und vielleicht finden wir da unser drittes Steintafelchen. So, mal gucken. Oh, eine Heilung. Das kommt mir eigentlich gelegen, weil ich habe ihm... Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl bei Rebecca. Ich werde sie das jetzt schlucken lassen. Und dann kann sie das Heilungsspray nehmen. So. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Ich sehe in dem Raum Kräuter. Ich würde da gerne mal rein. Ah, und das ist Muni. Ja, das ist wieder... Irgendwie fühle ich mich da ein bisschen unwohl in diesem Glasräumchen. Komm, ich habe da noch ein Kraut gesehen. Das können wir auch gleich kombinieren. Wir müssen es sogar kombinieren. Da hinten ist eine Flasche. Das macht nichts, denn ich habe noch eine. Wunderbar. Haben die sich gleich summiert. Auf dem Boden liegen lauter Knochenstücke. Sind das etwa menschliche Knochen? Wir werden das nicht rausfinden. So, haben wir hier sonst noch was? Ich hoffe nicht, weil ich bin voll. Fast alle Geräte sind stark abgenutzt. An einigen Maschinen sieht man sogar Rost. Aber es muss ja hier noch was geben, sonst wüsste ich gar nicht, wo es weitergeht. Wir wollen bestimmt nicht hängen. So, gucken wir uns noch mal ganz genau hier um. Hier sind verschiedene Laborgeräte. Es scheint nichts von Interesse dabei zu sein. Okay. Das ist schlecht für mich. Denn dann wüsste ich nicht, wo es weitergeht. Mal überlegen. Wir haben zwei Steintafeln. Wir brauchen aber drei. Wir gucken mal auf die Karte. Ich vielleicht nur einen Raum vergessen habe. Das sieht jetzt alles sehr gut erforscht aus, ehrlich gesagt. Da oben in dem Kreisraum brauchen wir diese drei Plattformen, damit es weitergeht. Ansonsten... Was war das? Was war denn das hier? Im Keller ist noch was zu... Aber was ist das für ein Gebäude? Könnte ja ein Aufzug sein, aber ich glaube, da brauchen wir eine Batterie. Oder irgendwo brauchen wir noch eine Batterie. Ich glaube, das war draußen, wo wir eine Batterie brauchen. Das ist jetzt ein bisschen... Warte mal, was haben wir noch an Items dabei? Nee. Nur zwei Steintafel, verdammt. Na gut, wir laufen mal zurück und vielleicht kommt uns noch die große Erleuchtung. Ich hoffe es. Dieser Raum war aber jetzt fast schon wieder sinnlos, ne? Irgendwie. Naja. Kann man nichts machen. Mal schnell da gucken, aber nee. Okay, da ist sonst wirklich nichts. Merkwürdig.
Oh, nö. Warma, warma, warma. Ah, überhaupt keine Lust auf dich jetzt. Warum kommt der jetzt? Warum kommt der nochmal? Komm, stirb einfach und lass die in Ruhe. Boah, nee, hopp. Nochmal. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, das gefällt mir gar nicht. Zum Glück habe ich sie geheilt vorhin. Mensch, das Vieh hält was aus. Das ist abartig. Letzter Schuss. Okay. Jetzt heißt es... Jo. Quatsch. Hallo. Kombinieren. Ich nehme Rebecca. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich schon was nehmen. Oh, alle auf Vorsicht hier. Okay, und wir hauen ab. Mann. Was für ein Mist. Was für ein Mist. Da kam das Vieh einfach nochmal, obwohl ich hier eigentlich gar nichts gemacht habe. Merkwürdig. Der Raum irgendwie... Kam mir jetzt so sinnlos vor, einfach dieser Raum. Ich guck nochmal schnell in dieses Glasdings, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Lieber zwei, dreimal gucken, als dann planlos durchs Haus laufen und sich ärgern, dass man nicht gescheit geguckt hat. Schnell in das Häuschen da. Da ist ja sonst nichts. Nee, nee, da ist sonst nichts. Okay. Es würde ja auch blinken, wenn was wäre. Wir brauchen noch eine verdammte Steintafel. Wo könnten da noch eine sein? Hm? Eine Steintafel oder eine Batterie bräuchten wir. So, bitte jetzt noch mal so ein Vieh. Dann drehe ich durch. Ja, mit denen komme ich ja zurecht da. Die sind ja human. Ich gucke jetzt nochmal schnell in den Raum. Wobei, da haben wir ja was bekommen. Da ist bestimmt nichts mehr. Aber ich gucke jetzt lieber noch ein zweites Mal. Gerade hier könnte doch so eine Batterie liegen, ne? Das wäre doch cool. Aber nee. Wie geht's eigentlich Billy? Billy ist auch im orangenen Bereich. Gut, lasse ich erstmal. Ich habe eigentlich nicht schon wieder Lust, hier einen optionalen Part machen zu müssen, ehrlich gesagt. Aber wir haben momentan auch keine Schlüssel-Items sozusagen, ne? Womit es weitergehen könnte. Das ist das Merkwürdige. Das letzte Mal hatten wir ja die Brennflüssigkeit. Da wusste ich, da muss irgendwas mit der Brennflüssigkeit gehen. Aber diesmal? Haben wir noch nicht mal sowas in der Art. Wir haben nur die zwei Tafeln. Wir bauen drei. Klavierspielen. Ja, toll. Klavierspielen. Aber wir haben keine Klaviernoten. Vielleicht nochmal probieren? Nee, das wird nichts bringen. Rebecca kann nicht Klavier spielen. Interessant. Dann hat sie es also erst in Zero gelernt, damit sie im Einser überhaupt kann. Vielleicht kann es ja Billy, ich meine. Krasse Sache, wer hätte das gedacht? Billy kann Klavier spielen. Und Rebecca musste es erst lernen. Cool, cool, cool. Naja, ein Vorteil hat dieser Ekelzombie. Ich habe einen Platz frei für was auch immer. Ich hoffe für die dritte Plattform.
Da liegt schon mal was, aber das sieht merkwürdig aus. Was ist das? Magnum-Munition. Yeah, aber ich lasse es mal noch kurz liegen. Ich habe so das Gefühl, dass da noch was Wichtigeres kommt. Boah, so viele Weinflaschen. Da könnte ich mal... Nee, okay. Ja, ich bin halt durchweg ein Pfälzer. Oh, eine Batterie ist das, glaube ich. Ein Pfälzer, der in der Weinstraße lebt. Also, Wein ist da halt was Feines für uns. Und das ist was Feines für Rebecca und Billy, denn das ist eine Batterie. Und ich weiß, wo man die einsetzen muss. Das habe ich mir ausnahmsweise gemerkt. Ja, lustig. Aber nicht jetzt das große Problem, denn wir setzen sie nochmal ein. Was? Wir können die gar nicht mehr einsetzen? Ohne Mist. Eine Batteriehafterung nochmal probieren. So. Ja. Jetzt geht die Tür wieder auf, nehme ich doch mal an. Jo, dann werden wir uns trennen. Bevor wir uns aber trennen, ja, du hast eine Heilung und du hast einen Slot frei. Gut. Und du, ja, musst halt aufpassen. Dann gehst du nämlich einfach mal raus. Warte mal, du kannst eigentlich das mitnehmen. Dann müssen wir da nicht mehr rein. Wunderbar. Ich hoffe, ich finde die Magnum überhaupt. So, und jetzt das gleiche Spiel nochmal. Und Billy kann uns ja dann wieder freispielen. Hoffe ich. Jo, das macht nichts. Hoffe ich. Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir wechseln zu Billy und noch einmal bitte. Spiel's noch einmal, Billy. Jo, das war ja mal ein einfaches Rätsel ausnahmsweise. Wunderbar. Dann schnell hier raus, bevor es nochmal zugeht. Hallo Billy! Follow me! Okay. So Leute, das ist eigentlich sehr praktisch, dass wir jetzt zur Batterie müssen, denn die war außerhalb des Gebäudes. Einfach rausgehen aus dem Haus. Da konnten wir die einsetzen. Und nach dem Einsetzen werde ich dann auch speichern. Da haben wir dann einen schönen Abschnitt. Und haben doch wieder ein gutes Stückchen geschafft.